Moin zusammen, willkommen zu einem neuen Video. In meinem letzten Video ging es ja um den Open Lift, da habe ich euch die Neuerungen gezeigt und habe damit Verwunderung in den Kommentaren festgestellt, dass scheinbar viele gar nicht wussten, dass man sich den Open Lift auch komplett selber bauen kann. Einen 3D-Drucker haben ja viele Leute mittlerweile zu Hause stehen und mit einem 3D-Drucker kommt man beim Open Lift schon sehr, sehr weit. Für die jetzt, die nicht wissen, wovon ich rede, der Openlift ist ein quelloffener Fräslift. Und zwar für diese Frässpindeln hier. Es gibt jede Menge Nachbauten von dieser Frässpindel im gleichen Formfaktor und die passen alle in den Openlift rein. Und der Openlift heißt nicht nur Openlift, weil sich Open irgendwie schön anhört, sondern weil die Dateien alle frei verfügbar sind. Ich habe zwar schon einige Videos zum Openlift gemacht, aber mir ist aufgefallen, ich habe noch nie ein Video dazu gemacht, wie man sich die Teile vom Openlift selber drucken kann. Gucken wir uns mal an, wo man die ganzen Infos rund um den Openlift dann überhaupt herbekommt. Man geht einfach an seinen Rechner und öffnet openliftnachdenksport.de. Auf der Startseite findet man erstmal zusammenfassend alle möglichen Informationen über die unterstützten Oberfräsen. Man findet ein paar technische Daten rund um den Fräslift, was der Fräslift alles so Tolles kann. Wenn man sich jetzt aber den Fräslift bauen möchte, dann geht man oben in der Navigation einfach auf Dokumentation und dann Aufbau. Hier findet man dann nochmal mehr Informationen, in dem Fall ein paar detailliertere Informationen, welches konkrete Modell von Frässpindel jetzt in den Openlift passt und zwar garantiert reinpasst. Das heißt, es ist schon getestet worden von irgendwem. Diese Liste aktuell zu halten, ist nicht so ganz einfach, weil speziell bei den Kopien der Makita-Oberfräse komme ich jetzt einfach auch nicht mehr hinterher. Ursprünglich gab es mal einen Nachbau, das war diese Katsu-Oberfräse. Mittlerweile gibt es aber diverse Nachbauten von unterschiedlichen Marken. Also wenn einer von euch einen anderen Nachbau als der Katsu hat, und die passt in den Openlift, dann könnt ihr das ja gerne mal unten in den Kommentaren schreiben. So, und bei manchen Frässpindeln ist auch dahinter vermerkt, dass es nur bis zu einer gewissen Version unterstützt wird. Der Grund, warum das nur bis Version 1.3 unterstützt wird, ist, dass der Absaugschuh nur so semi-gut kompatibel ist mit diesen Frässpindeln. Diese Spindeln, bei der DEWALT zum Beispiel, haben einen größeren Durchmesser oder der Körper ist einfach generell anders aufgebaut wie bei der Bosch. Das ist nicht so richtig kompatibel mit der Absaugung vom Openlift. Deswegen empfehle ich auch eine Makita oder Nachbau der Makita. Dann muss man sich ja einige Teile besorgen, um den Fräslift zu bauen. Und das sieht man dann hier, wenn man auf BOM öffnen drückt. Das ist die Bill of Materials, die Materialliste. Und da findet man wirklich jedes einzelne Teil bis zu jeder einzelnen Schraube runter. Und man findet zusätzlich Links, die dann in meinen Shop führen, wo man sich diese Einzelteile dann kaufen kann. Das macht vor allem bei den Schrauben Sinn, weil die wenigsten Schrauben, die da benötigt werden, bekommt man so von der Stange einfach im Baumarkt. Und selbst wenn man sie im Baumarkt bekäme, muss man die ja meistens in einer gewissen Packungsgröße kaufen. Und dann zahlt man meistens für einen Schraubentyp dann schon deutlich mehr als für die Befestigungssätze aus meinem Shop. Wenn man sich mal hier den Preis vom Befestigungssatz Haupthalter oder Befestigungssatz Einlegeplatte anschaut, dann kommen wir beim Haupthalter auf einen Preis von 2,24 Euro inklusive Mehrwertsteuer und beim Haupthalter sind es 1,07 Euro. Wo es aber durchaus Sinn macht, Preise zu vergleichen, wäre bei Komponenten wie zum Beispiel den SAF 16 Wellenhalter oder den LM 16 UU Kugellagern. Das ist Stangenware, nichts so Spezielles. Das bekommt man auch bei anderen Anbietern. Und da kann es durchaus sein, dass da andere Anbieter vielleicht einen besseren Preis machen können, als ich das machen kann. Ein Anbieter in dem Segment wäre zum Beispiel Dold Mechatronik. Da kann man mal Preise vergleichen. Also für diese beiden Wellenhalter SRF 16 möchte ich 8,09 Euro haben, inklusive Mehrwertsteuer. Wenn wir dann mal bei Dold vorbeischauen, Wellenhalter SRF 16, 16 mm, da kostet dann ein Wellenhalter 4,10 Euro, das heißt, das sind 8,20 Euro. Okay, da wäre ich dann tatsächlich auch wieder ein kleines bisschen günstiger als bei Dold Mechatronik. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass ihr zum Beispiel auf eBay Wellenhalter SRF 16 finden könnt, die günstiger angeboten werden als meine. Ein anderes Beispiel wären diese LM 16 UU Kugellager. Die kosten bei mir im Shop 10,20 Euro, zwei Stück. Hier ist LM zum Artikel.
LM16 UU 5,10 Euro, also man bei 10,20 Euro. Oh, Zufall. Gleicher Preis wie bei mir. Habe ich mir nicht abgeguckt. Das ist jetzt wirklich Zufall, dass es exakt das gleiche ist. Okay, sollte nur veranschaulichen, es gibt Anbieter, die diese Einzelteile auch anbieten und wo ihr eventuell dann auch einen Anbieter finden könntet, der diese Einzelteile günstiger anbietet, als ich das in meinem Shop tun kann. Es ist mir auf jeden Fall ein Anliegen, das Ganze zu marktüblichen, vielleicht sogar attraktiveren Preisen halt anbieten zu können. Dann geht es weiter zu den Druckteilen und hier in dem Teil findet ihr alle STL-Dateien zu den unterschiedlichen Druckteilen, die ihr benötigt. Und bei diesen Druckteilen ist dann auch immer vermerkt, welche STL-Datei ihr für welche Variante benötigt. Also generell sind eigentlich alle Teile gleich, egal was für eine Spindel ihr verwendet, außer der Halter der Spindel, also der Haupthalter. Und bei der DEWALT braucht ihr einen anderen Sterngriff. Da sieht man dann hier, da gibt es einen Sterngriff und es gibt einen Sterngriff-Leitspindel für die DEWALT. So, und dann kann man halt einfach für jedes einzelne Teil einfach hier auf STL-Datei drücken und dann startet der Download für das jeweilige Teil. Aktuell haben wir allerdings den Zustand, dass wir schon neue Teile verfügbar haben, aber noch keine neue Version rausgebracht wurde dafür. Deswegen empfehle ich jetzt an der Stelle einen anderen Ansatz. Wenn ihr ganz hoch scrollt in der Webseite, findet ihr dieses Symbol hier. Das ist das Logo von GitHub. Das ist der Ort, an dem die ganzen Designs, die ganzen Quelldateien gespeichert sind. Und da empfehle ich euch einfach, hier oben rechts auf Code zu drücken, auf diesen grünen Knopf, und dann gibt es hier einen Punkt Download ZIP. Und dann ladet ihr euch den aktuellen Stand vom OpenLift einfach einmal als ZIP runter. Dann entpackt ihr diese ZIP-Datei und dann findet ihr hier alle veröffentlichten Dateien, unabhängig von der Version vom OpenLift, also der aktuellste Stand. Und da könnt ihr zum Beispiel hier unter STL gehen, da habt ihr dann unter Ordner Absaugung, Fräslift, Reduzierringe. Und in Reduzierringe habt ihr nach Version dann sortiert die Neuerungen in den einzelnen Versionen. Also unter Version 1.4 habt ihr zum Beispiel diesen neuen geschlossenen Reduzierring, der bei Version 1.4 dabei gekommen ist. Ihr habt aber halt auch noch die Reduzierringe von Version 1.3. Das ergänzt sich dann in diesem Fall. Also ihr braucht dann diesen Satz Reduzierringe aus Version 1.3 und in Version 1.4 ist dann nochmal ein neuer Reduzierring dabei gekommen. Das heißt, wenn ihr alle Reduzierringe für Version 1.4 haben wollt, dann nehmt ihr die drei Stück aus Version 1.3 plus diesen einen neuen aus Version 1.4. Und beim Fräslift ist das genauso. Die Basisversion ist Version 1.3 und die Änderungen findet ihr dann in Version 1.4. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, deswegen mache ich jetzt einfach mal ein Beispiel für eine Makita-Spindel oder einen Nachbau. Also ich gehe erstmal in diesen STL-Ordner, ich gehe unter Fräslift und dann habe ich hier Version 1.3 und 1.4. Ich gehe erstmal nach 1.3. So, und dann gehe ich in der Liste mal von unten nach oben, weil das ist einfacher. Ich brauche den Sterngriff. Ich brauche den Stellringhalter Linearführung. Stellringhalter, Spindellagerhalter, Spacer, Spindellagerhalter. Leitspindel Sterngriff. Kleiner Sterngriff, Hülsenmutterlager und dann bräuchte ich einen Haupthalter. Aber der neue Haupthalter ist ja in Version 1.4. So, dann nehme ich erstmal diese Liste an Dateien. So, dann habe ich mir einen neuen Ordner gemacht und dann kopiere ich mir erstmal diese Liste an Dateien in diesen neuen Ordner rein. Dann gehe ich zu Version 1.4 und hier gibt es eine neue Version vom Haupthalter für die Makita. Das nehme ich hier rein. Und es gibt eine neue Version vom Spindellagerhalter. So, Spindellagerhalter ist die Datei, die kann dann hier raus und ich nehme diesen Spindellagerhalter. So, und jetzt habe ich hier alle STL-Dateien, die ich brauche, um alle Druckdateien vom OpenLift zu drucken. Ich zeige euch die Dateien einfach mal im Slicer. Ich öffne die alle mal. Und so sehen dann die ganzen Teile aus, die gedruckt werden müssen. Mit einer Ausnahme. Ihr werdet, wenn ihr nur drucken könnt, ja euch keine eigene Aluplatte fräsen und in meinem Shop die fertige Aluplatte kaufen. Da ist ein Druckteil schon mit integriert und zwar das Hülsenmutterlager. Das Hülsenmutterlager ist dieses kleine Teil hier.
Das müsst ihr euch nicht drucken, weil das dann in der Platte sowieso schon drin ist. Das können wir also dann wieder rausschmeißen. Alles andere muss gedruckt werden und alles andere ist von der Orientierung auf dem Druckbett eigentlich auch schon ziemlich in Ordnung, außer zwei Teile, nämlich einmal dieser Sterngriff hier, den muss man halt dann noch richtig hinlegen und dieser Sterngriff hier muss auch noch richtig hingelegt werden. Alles andere ist richtig orientiert und da muss man überhaupt nichts mehr ändern, also nur rein importieren und es ist schon alles korrekt. So weit, so gut. Beim Thema Drucken können wir auch gleich weitermachen. Da finden wir nämlich dann hier auf openliftnachdenksport.de unter Dokumentation den Punkt 3D-Drucken. Und hier ist alles Mögliche wieder beschrieben. Ich fasse das jetzt mal für euch zusammen. Also, wie kann ich Teile selber drucken? Naja, eigentlich braucht ihr einfach nur einen 3D-Drucker. Und zwar einen, der sauber kalibriert ist und der maßhaltig drucken kann. Teile sollten halt nicht mal so rauskommen. Beim Openlift gibt es halt bestimmte Passungen für die Lager zum Beispiel, die eingehalten werden müssen, damit das Ganze funktioniert. Welches Filament kann ich nutzen? Also bis Version 1.3 waren alle Teile auf PETG ausgelegt, bis auf die Reduzierringe, die sind für PLA. Jedes Material hat so seinen eigenen Schrumpffaktor, also um dass das Material dann kleiner wird, wenn es abkühlt. Und dieser Schrumpfwert ist in der Größe der Bauteile schon mit einkalkuliert. Und der Schrumpfwert ist der für PETG. Bei Version 1.4 hat sich das aber ein bisschen geändert, denn da gibt es dann zwei Teile. Da steht dabei kein Aufmaß. Das heißt, da ist der Schrumpfwert von PETG nicht mit eingerechnet. Das heißt, wenn ihr in PETG druckt, müsst ihr diese Teile trotzdem noch korrekt skalieren. Wie das funktioniert, das zeige ich euch gleich. Das hat den Hintergrund, dass ich irgendwann angefangen habe, Teile auch in anderen Materialien zu drucken. Zum Beispiel in ABS oder ABS Glasfaser verstärkt oder Polyamid. Und diese Materialien haben alle unterschiedliche Schrumpfwerte und jedes Mal diesen Schrumpfwert in einen speziellen Teil einzuberechnen, hat einfach keinen Sinn gemacht. Deswegen habe ich halt ein Basisteil gemacht, was gar kein Aufmaß hat. Und dann muss man dann für das jeweilige Material, das man verwendet, ein Aufmaß über Testdrucke finden. In PLA solltet ihr aber weiterhin nur die Reduzierringe oder den Absaugschuh drucken. Alles andere sollte nicht in PLA gedruckt werden. Wir müssen eine bestimmte Hitzeresistenz haben, was die Temperatur der Spindel angeht. Und wir brauchen eine bestimmte Schlagfestigkeit. Und diese Werte werden von PLA nicht erreicht. Deswegen brauchen wir mindestens PETG. Welches Material von welchem Hersteller empfiehlst du? Das kommt auf euren Drucker an, den ihr habt. Wenn ihr einen Drucker mit offenem Bauraum habt, bedeutet, ihr habt kein Gehäuse um euren Drucker drumherum, dann bleibt euch da nicht so sehr viel Auswahl. Dann solltet ihr die Teile in PETG oder in PETG-CF drucken, also einem kohlefaserverstärkten PETG. Gute Hersteller sind da zum Beispiel Prusament, aber auch Bambulab oder Form Futura. Und es gibt weitere Hersteller, die sicher auch gut sind, aber die habe ich dann halt nicht getestet. Wenn ihr einen Drucker mit geschlossenem Bauraum habt, wie zum Beispiel dem Bambulab P1S oder dem Bambulab X1C, dann habt ihr ein bisschen mehr Materialauswahl. Ich drucke die Teile dann zum Beispiel in ABS oder in ABS-GF, also glasfaserverstärkt. Und speziell das glasfaserverstärkte ABS kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil das alle Vorteile, Temperaturbeständigkeit und Co. von ABS liefert, die Glasfaserverstärkung in dem Material aber nochmal zu einer zusätzlichen Steifigkeit und zusätzlichen Temperaturbeständigkeit führt und weniger warp-anfällig ist. Also das Bauteil sich während dem Druck weniger verzieht. Das ist auch einfacher zu drucken dann am Ende. Man kann aber auch PA-HTCF zum Beispiel verwenden, Polyamid High Temperature, Kohlefaser verstärkt oder PA-11, Polyamid 11, Kohlefaser verstärkt. Ich persönlich würde mir das ganze Heckmeck aber bei Polyamid-basierten Filamenten nicht unbedingt antun, weil diese Filamente sind stark hygroskopisch und das ist mit einem gewissen Aufwand verbunden, da eine wirklich gute Qualität rauszuziehen. Und ich sehe die Mehrkosten und den Mehraufwand, den man da hat, jetzt nicht unbedingt als großen Vorteil, zumal man mit ABS, GF, Glasfaser verstärkt, schon super gute Ergebnisse produzieren kann. Und
das bisschen besser, was man mit polyamid-basierten Filamenten bekommt, ist es meiner Meinung nach nicht wert. In jedem Fall, egal was für ein Material ihr verwendet, egal auf welchem Drucker ihr das Material druckt, das Material muss getrocknet sein. Und das ist auch unabhängig davon, ob ihr das gerade frisch aus dem Karton geholt habt, aus der eingeschweißten Folie oder nicht. Es muss auf jeden Fall vorher noch getrocknet werden. Erst dann bekommt ihr die Druckergebnisse, die ihr haben wollt. Wenn Feuchtigkeit im Material drin ist, wird das zwangsläufig zu schlechteren Bauteilen führen. Es kann sein, dass das dann nur eine optische Sache ist, dass ihr halt mehr Fadenbildung zum Beispiel habt. Das wäre bei PETG der Fall. Es kann aber auch sein, dass die technischen Eigenschaften von dem Material dann komplett für die Tonne sind, wie das zum Beispiel bei Polyamid dann der Fall sein würde. Also trocknet euer Filament vorher und am besten druckt ihr das dann auch aus einer Trockenbox heraus. Entweder einfach so eine Müsli-Box, wo die Filamentspule reinpasst und wo ihr raus drucken könnt, mit Trockenmittel drin. Oder vielleicht habt ihr ja sogar ein Gerät, das aktiv beheizt wird, aus dem man raus drucken kann. Glaubt mir, das zahlt sich aus. Am Ende bekommt ihr bessere Bauteile, wenn ihr da drauf achtet. Welche Düsengröße soll verwendet werden? Im Prinzip ist es egal, ob ihr 0,4 mm oder 0,6 mm verwendet. Mit beiden Düsendurchmessern bekommt man die Bauteile problemlos gedruckt. Wenn ihr gefüllte Materialien druckt, nehmt eine 0,6 mm Düse und auf jeden Fall eine gehärtete Düse. Fangt nicht an, irgendwie zu versuchen, mit einer Messingdüse solche gefüllten Materialien zu drucken. Das wird nichts. Weiter geht es mit den Druckeinstellungen. Ich habe die Einstellungen mal hier auf Englisch und auf Deutsch aufgelistet. Ich denke, das sind die beiden am meisten genutzten Sprachen. Und die Namen der einzelnen Einstellungen sind die von Prusa Slicer. Und dabei ist es egal, ob ihr Prusa Slicer, Orca Slicer, Bamboo Studio verwendet. Das sind ja alles nur Varianten vom gleichen Slicer. Das heißt, die Optionen heißen da überall recht ähnlich. Nur dann, wenn ihr einen komplett anderen Slicer verwendet, zum Beispiel Cura, dann müsst ihr euch da die Einstellungsnamen entsprechend selber raussuchen. Die Einstellungen sind nichts Großartiges Besonderes. Wir drucken mit einer Schichthöhe von 0,2 mm, 3 bis 5 Perimeter, massive Schichten oben und Boden 5. Fülldichte 25%, Füllmuster Geroid, Gitternetz oder Rectilinear, Support 9, einen Rand oder Brim braucht ihr keinen und ihr macht die Option Detect Thin Walls bzw. dünne Wände erkennen, macht ihr aus. Was die Anzahl der Perimeter oder auch die Fülldichte betrifft, da könnt ihr auch ein bisschen variieren. Also 3 Perimeter ist so das Minimum, 4 ist natürlich besser. 5 ist dann für diejenigen, die es dann halt richtig massiv haben wollen. Und bei der Fülldichte ist 25% das Minimum, aber da kann man auch höhere Werte verwenden. Ich persönlich finde, dass 3 Perimeter bei 25% Fülldichte vollkommen ausreichend ist und alles darüber nicht mehr so den wahnsinnigen Unterschied macht, außer dass man länger druckt und mehr Material verwendet. Fangen wir mit dem Drucken an. Ich entscheide mich für zwei unterschiedliche Materialien. Einerseits für PETG und andererseits für ABS-GF, Glasfaserverstärkt. Fangen wir an mit den PETG-Teilen. Ich drucke die PETG-Teile auf meinem Prusa MK4. Deswegen slice ich alles im Prusa Slicer. Ich nutze das 0,2 mm Structural Profil. Ich drucke in Prusament PETG und ich nutze das Druckerprofil Original Prusa MK4 Input Shaper 0,4 mm Düse. Bei den Teilen brauche ich alles außer den Haupthalter. Das Hülsenmutterlager brauche ich nicht, weil das ist schon in meiner gekauften Alu-Einlegeplatte mit drin. Ich brauche keinen Spindellagerhalter und ich brauche auch nicht den Spindellagerhalter Spacer. Da kommen wir dann gleich zu, warum. Das sind jetzt erstmal die Teile, die dann aus PETG gedruckt werden sollen. Und hier müssen jetzt dann noch die beiden Sterngriffe korrekt positioniert werden. Der und der. So, das wird dann angeordnet. Jetzt muss ich die Einstellung ändern. Schichthöhe 0,2 mm. Ich nehme 3 Perimeter. Massive Schichten oben 5, unten 5. Infill nehme ich 25% und zwar nehme ich Geroid. Kein Brim, das ist aus.
Und Skirt ist ebenfalls aus, Support ist eh keiner da, Speed ist wurscht. So, bei den Extrusionsbreiten, was ich ganz gerne mache, um genauere Drucke hinzubekommen, ich gehe bei dem Perimeter und beim externen Perimeter auf die Düsengröße, also Düsendurchmesser, 0,4 mm. So, und Detect Thin Walls ist eh schon aus. Das slice ich. Und das Ganze dauert jetzt eine Stunde 39, dann sind diese 5 Teile in PETG gedruckt. Da die Teile für PETG schon vorskaliert sind und ich ja auch in PETG drucke, muss ich da jetzt nichts skalieren, nichts ändern. Wenn mein Drucker und auch das Filament, das ich verwende, sauber kalibriert sind, dann kommen die Teile so raus, dass ich sie einfach verwenden kann. Wenn man jetzt ein anderes Material verwenden möchte, eins als faserverstärktes, PETG-CF zum Beispiel, könnte es sein, dass die Teile ein kleines bisschen größer rauskommen und man die Teile ein bisschen runterskalieren muss. Das würde aber nicht dramatisch viel sein und sollte auch schnell korrigiert sein. Vielleicht kommen die Teile auch direkt nutzbar sofort raus. Die anderen Teile möchte ich in ABS-GF drucken. Das heißt, ich drucke die nicht auf meinem Prusa MK4, sondern auf meinem Bambulab P1S. Der hat einen geschlossenen Bauraum. Dementsprechend slice ich alles in Bambu Studio. Ist aber egal, wenn ihr Orca-Slicer verwendet, dann verwendet ihr halt Orca-Slicer. Mein P1S hat eine 0,6 mm Düse installiert. Ich drucke auf der Engineering Plate. Ich nutze das Filament Bambu ABS GF und ich habe ein eigenes Profil angelegt. Das heißt bei mir 0,2 mm ABS Plus High Quality. Da habe ich an den Geschwindigkeiten ein bisschen was angepasst. Die Hauptänderung liegt bei der Beschleunigung. Da habe ich fürs normale Drucken die Beschleunigung halbiert, von 10.000 runter auf 5.000. Und die erste Schicht wird ein bisschen zackiger gedruckt, was die Beschleunigung angeht. Da habe ich von 500 auf 1.500 erhöht. Bevor ich jetzt aber in ABS-GF drucken kann, habe ich ja eben gesagt, die Teile sind nicht skaliert und das muss man jetzt erstmal machen. Dafür habe ich ein kleines Helferteil designt, das wir benutzen, um den Skalierungsfaktor für diesen Drucker und für dieses Filament rauszufinden. Dieses Teil findet ihr unter STL, Fräslift, Version 1.4 und dann heißt das Teil Scaling Helper. Das ist einfach nur so ein Viereck mit zwei Löchern drin. Die Länge in Y-Richtung beträgt 40 mm und die Breite in X-Richtung beträgt 80 mm. Die Höhe ist 25 mm und die beiden Löcher hier drin sind nicht einfach irgendwelche Löcher, sondern das sind die Passungen für einmal das LM16 UU-Kugellager und für das 608 ZZ-Kugellager, das Lager, das an der Leitspindel oben dran ist. Die beiden Löcher müssen nämlich ziemlich genau stimmen, damit die Passungen funktionieren. Der Durchmesser von dem größeren Loch beträgt 28,03 mm und vom kleineren Loch 22,05 mm. So, jetzt ändern wir noch ein bisschen die Druckeinstellungen. Ich nehme 3 Perimeter. Beim Bambu Studio heißt das Ganze Wall Loops. Ich nehme 5 Schichten oben, 5 Schichten unten. Ich nehme 25% Infill und zwar auch Geroid. Schichthöhe ist 0,2 mm. Ich gehe auch hier bei den Perimetern, das heißt hier Outer Wall und Inner Wall, auf Düsendurchmesser 0,6 mm. Dann habe ich hier noch so eine Elefantenfußkompensation drin bei 0,15 mm. Die macht nichts groß aus, die kann drin bleiben. Wichtig ist, dass wir hier keinerlei anderen Kompensationsfunktionen verwenden, die irgendwas an der Größe des Bauteils ändern würde. Das slice ich jetzt einmal. Und dann kommt das Ganze so raus. Warum nutze ich hier jetzt schon so viele Perimeter und so eine hohe Fülldichte? Es ist ja nur ein Testdruck. Ja, der Testdruck soll aber so nah an dem finalen Druckteil sein, wie es halt nur geht. Ohne unnötig Filament zu verschwenden. Das heißt, wir drucken jetzt nicht den großen Haupthalter einmal nur, um die Passung des Lagers zu testen, sondern wir nutzen halt dieses Testteil. Das ist schön klein, man kann es halbwegs zügig drucken. Trotzdem müssen die Druckeinstellungen halt so realistisch wie möglich sein. Und in 48 Minuten haben wir das erste Testteil fertig. Wundert euch nicht, wie mein P1S aussieht. Er ist ein bisschen gedämmt, sagen wir mal so. So, hier drin ist es. Es ist noch ein bisschen warm, aber nicht so tragisch.
Ich lasse das jetzt noch zu Ende abkühlen und dann vermessen wir dieses Teil. Bevor ich das Teil jetzt vermesse, kann ich auch einfach mit dem Lager schon mal testen, ob das reinpasst. Ja, man kriegt es am Anfang ein bisschen rein, da läuft das Lager hier oben so ein bisschen konisch zu, aber dann wird es ein bisschen zu stramm. Probieren wir das mit dem anderen Kugellager mal. Ja, auch das kriegt man so ein bisschen rein, aber dann wird es schwierig. Bevor wir messen, müssen wir mal schauen, wo die Z-Naht ist. Das ist bei dem gefüllten Material schwierig zu erkennen. Hier innen drin ist einmal hier eine Z-Naht und bei dem hier ist hier die Z-Naht. An der Stelle dürfen wir nicht messen, weil dann komplett andere Werte rauskommen. So, gehen wir erstmal von dem kleinen Loch aus. 21, 9, 3, 22, 0, 5 bräuchten wir. Das ist der Sollwert. Der Istwert ist 21, 9, 3. Und da kommen wir dann auf einen Faktor von 1,00547. Wenn wir das jetzt mal 100 multiplizieren, dann müssten wir jetzt im Slicer eintragen 100,547%. Das ist aber das kleinste Loch, deswegen nehme ich diesen Wert nicht. Bei größeren Löchern und größeren Distanzen wird dieser Wert deutlich genauer. Und ich nehme auch an, der wird noch ein kleines bisschen kleiner. Nehmen wir mal hier diese Distanz zum Beispiel. Das sind 79,73 und müssten 80 sein. 80 durch 79,73. Da kommen wir dann jetzt schon auf 100%,3386. Das ist schon weniger. Und jetzt nehmen wir mal dieses Loch hier. Das hier ist das kritischste Maß. Da kommen wir dann auf 27,94. 28,03. 27,94. Sind, ja, da sind wir recht nah an der längeren Distanz hier dran. Also mal 100 sind das 100,322%. So, und diesen Wert würde ich am Ende auch nehmen. Jetzt skaliere ich das Teil. Da gehe ich hier oben auf Scale. Und dann ist wichtig, da macht man den Haken bei diesem Uniform Scale weg. Und dann hatte ich, glaube ich, 100,32 auf X und 100,32 auf Y. So, normalerweise muss man Z nicht ändern. Die Höhen passen meistens, aber in dem Fall ist das ein gefülltes Material und da verhält sich das ein bisschen anders. Die kommen meist ein bisschen niedriger raus. Deswegen messe ich das jetzt auch mal schnell nach. 25 sollten es sein. Habe ich eben übrigens 25 mm Höhe gesagt. 20 mm Höhe hat das Teil nur. So, 20 sollte es sein. Ja, und es ist so, wie ich vermutet habe. Es kommt ein kleines bisschen niedriger raus. 19,86. 20 durch 19,86 sind 70. Okay, dann machen wir hier 100,7%. So, und jetzt ist das Teil richtig skaliert und muss nochmal gedruckt werden. Los geht's. Der zweite Testdruck ist jetzt auch fertig. Können wir direkt mal mit den Lagern testen. Oh ja, das ist sehr gut. Das ist eine sehr gute Passung. Die hier müsste saugend deutlich leichter noch reingehen. Ja, das ist auch sehr gut. Jetzt wird das schon schwierig, da so mit der Hand einfach rauszuziehen. So. Gut. Also ihr seht, das Lager nicht komplett reinschieben. Das kann eine größere Aktion werden, das wieder rauszubekommen. So, dann messen wir das einmal. Ich gehe davon aus, dass die Maße jetzt gut aussehen. 80 soll es sein, 80 ist es, okay, 80,01. 40 soll es sein, 40,02 ist es, 28,03 soll es sein. Und hier sollten wir jetzt 22,05 haben und wir haben 22,06. Das ist gut. Die Höhe habe ich ja noch vergessen. Das machen wir auch schnell, weil die ist auch nicht so ganz unwichtig. Okay, da sind wir 500stel drüber, das ist aber vollkommen in Ordnung. Das passt schon. Das Teil lassen wir jetzt hier drin und da holen wir jetzt einfach nur die fehlenden Teile noch dazu, nämlich Spindellagerhalter, kein Aufmaß, Haupthalter Makita, kein Aufmaß und zusätzlich noch diesen fehlenden Ring von eben und zwar den Spindellagerhalter Spacer. So, das ordnen wir an. Jetzt ist dieses Teil ja hier schon korrekt skaliert, zur Erinnerung. 132
132 und 170. Bei den 170 gehe ich mal auf 160 runter, dann kriegt man die letzten 500stel da auch noch weg. Und so skaliere ich dann jetzt die ganzen Teile. Also ich gehe jetzt hier auf den Spindellagerhalter, skaliere den auf 132 und hier auf 60. Den Haupthalter 132, 132, auch 60. Und bei diesem kleinen Ring mache ich das gleiche. 32, 32 und 60. So, und dieses Teil hier kann ich dann einfach ausblenden. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Ordne das neu an und kann mir die Teile hier ausdrucken. Was ich persönlich von der Anordnung her immer mache, damit er nicht hier runterfahren muss, ich nehme diese beiden Teile hier, ziehe mir die hier rein. Und so könnte man das jetzt drucken. 5 Stunden 22 würde es jetzt dauern. Das Einzige, was man noch überlegen kann, ist, ob man hier unten an die Kante Support machen möchte. Ich persönlich drucke das bei den Einstellungen, die ich hier habe, ohne Support und das kommt trotzdem sehr gut raus, auch wenn das hier frei in der Luft hängen würde. Wenn man das mit Support drucken möchte, dann kann man das auch machen. Da empfehle ich dann hier auf diesen Fill Support, Ausfüllen Support gehen. Dann lässt man sich die Überhänge anzeigen. Jetzt ist das hier rot geworden und sagt dann hier Überhänge, also Overhangs only, nur die Überhänge. Und dann kann man das hier einmal ausfüllen. Dann geht man hier unten auf Support, Enable Support, manuelle Baumstruktur, Tree Manual. So, wenn ich es slice, dann sieht das so aus. Da hat man hier diese Verästelungen da, um das Ganze hier oben zu stützen. So kann man das jetzt drucken und das Ergebnis schauen wir uns dann mal an. Und hier haben wir jetzt alle Teile. Das sind die fünf Teile aus PETG und das sind die drei Teile aus ABS-GF. Eine Sache gilt es noch aufzuklären. Warum habe ich jetzt diesen Ring hier nicht auch mit in der Charge PETG mitgedruckt? Der muss ja jetzt nicht aus ABS-GF sein. Die habe ich dann nur in einem Durchgang mit diesen beiden Teilen gedruckt, damit die Höhe hier stimmt. Wenn ich den in der Charge hier gedruckt hätte, dann wäre das ein anderer Drucker gewesen und ein anderes Material und die Höhe käme anders raus. Weil dieses Lager hier, was da reinkommt, muss zusammen mit diesem Ring hier genau auf einer Höhe liegen. Und das garantiert man am besten, wenn man die Teile gleich skaliert und in einem Durchgang, jetzt kriege ich den Ring hier nicht mehr raus, und in einem Durchgang auf dem gleichen Drucker druckt. Zwei Teile, nämlich dieses hier und dieses hier, müssen noch nachbearbeitet werden. Dieses Teil hier hat da noch eine Anbindung und dieses Teil hat auch noch eine Anbindung hier unten drunter, die auch weg muss. Bei diesem Teil ist das ganz einfach erledigt. Man nimmt sich einfach ein Cuttermesser und schneidet dann hier 45 Grad einfach weg. So. Beim Halter kann man das, wenn das zum Beispiel aus PETG oder aus ABS gedruckt ist, genauso machen. Mit gefüllten Materialien wird das ein bisschen schwieriger. Das ist echt schwierig, das mit dem Cuttermesser dann da durchzubekommen. Da habe ich aber auch was. Man nimmt sich aber so eine Metallsäge, sägt das einmal durch und dann kann man mit dem Cuttermesser diese Anbindung ziemlich leicht rausschneiden. Aus irgendeinem Grund wird das extrem schwierig, wenn das in der Mitte noch verbunden ist. Was jetzt noch fehlt, sind die Reduzierringe, der Absaugschuh und die Manschetten von der Absaugung, die auf die Spindel aufgesteckt werden. Fangen wir mit den Reduzierringen an. Diese drucke ich mir aus PLA auf meinem Prusa MK4. Die Reduzierringe findet man unter STL, Reduzierringe und dann muss man erstmal die drei Reduzierringe aus Version 1.3 sich reinladen. Und da kann man jetzt überlegen, brauche ich wirklich alle drei Reduzierringe oder möchte ich zum Beispiel primär mit diesem Reduzierring fräsen, genauso wie es seit der Version 1.4 auch einen geschlossenen Reduzierring gibt. Das kann man sich ja dann immer noch nachdrucken, falls dann mal der Bedarf kommt. Man muss sich nicht von vornherein alle Reduzierringe drucken. Bei der Orientierung gibt es eins zu beachten: Wenn die so importiert sind, dann sind die erstmal alle falsch rum. Der Reduzierring hat hier so eine Phase und diese Phase muss nach oben zeigen. Das heißt, man dreht die erstmal alle um. Und
dann gibt es eigentlich nichts mehr großartig zu beachten. Man muss auch nicht, noch nicht mal mehr Druckeinstellungen ändern. Skalieren muss man die Ringe eigentlich nicht. Wichtig ist das Loch, wo der Magnet eingepresst wird. Diese drei Löcher hier außen. Der Innendurchmesser oder der Außendurchmesser vom Reduzierring selber ist total unkritisch und da muss nichts beachtet werden. Da ist sowieso ein bisschen Luft, damit die Ringe ordentlich reingehen. Kommen wir zum Absaugschuh. Und den Absaugschuh findet man unter STL Absaugung und dann Absaugschuh. So, der ist standardmäßig auch erstmal verkehrt rum. Den machen wir so rum. Der Absaugschuh braucht ein bisschen Support, nämlich hier hinten, wo der so schräg hochgeht. Das ist aber ganz einfach geworden. Mittlerweile in den Slicern einfach das Teil markieren, hier auf diesen Paint-on-Support gehen, da auch wieder die Überhänge sich anzeigen lassen. 18 Grad, würde ich sagen, reichen aus. Dann aktiviert man hier den Haken bei On Overhangs Only, also nur die Überhänge, und geht hier auf Smart Fill. Und dann markiert man sich hier schon mal diesen ganzen Bereich. Und auf der anderen Seite haben wir hier diesen Bereich. Und da ist speziell der Außenbereich, die Außenkante, die ist eigentlich wichtig. Das Innere ist nicht so wichtig. Dann gehen wir dann hier unten einfach auf Brush. Und 2 mm ist vielleicht ein bisschen viel. Dann gehen wir sogar auf Millimeter nur runter. Und markieren uns hier nur die äußerste Kante. Das ist vollkommen ausreichend. Dann geht man hier bei Support auf Support Enforcers Only. Dann kann man noch den Support-Typen ein bisschen ändern. Und hier bei Style wählt man sich dann Organic. So, und das ist dann der Support, der dann da gedruckt wird. Das heißt, hier hinten hat man ein bisschen mehr Support. Und hier vorne hat man nur an der Kante Support. Hier oben den Bereich kann man ignorieren. Der ist nicht so wichtig. Und auch da kann man eigentlich so direkt drucken. Auch beim Material muss man nichts mehr ändern. Ich selber drucke den Absaugschuh auch immer aus PLA. Bei den Spindelmanschetten für die Absaugung wird das Ganze wieder ein bisschen komplizierter, weil wir müssen eine gewisse Hitzeresistenz beachten. Ich drucke die Manschetten immer aus ABS. Dafür braucht man einen Drucker mit geschlossenem Bauraum. PETG sollte auch funktionieren. Dafür muss man aber dann wieder so ein paar Skalierungsdrucke machen, um zu gucken, dass die Manschette wirklich schön stramm auf die Spindel draufgesteckt werden kann. Ich nutze ESUN ABS Plus und die Teile findet man unter STL Absaugung und dann gibt es hier Spindelmanschette Kurz und Spindelmanschette Makita. Das ist einmal eine längere Manschette und eine kürzere Manschette. Sind auch wieder falsch rum, müssen einmal gedreht werden. Und die Auflagefläche hier auf dem Druckbett, die ist natürlich sehr, sehr gering. Das heißt, hier brauchen wir ein bisschen mehr Auflagefläche. Gehen hier auf Brim Type und dann wählen wir hier Inner Brim. 5 mm reicht aus. Wenn man jetzt Slicen drückt, dann sieht man hier, haben wir hier nochmal ein bisschen mehr Auflagefläche nach innen, damit der Ring auch hält. Da muss man nichts mit Cuttermesser oder sowas machen. Diesen Rand kann man einfach rausziehen. Vielleicht bleibt er sogar schon, wenn man den Ring vom Druckbett abnimmt, einfach am Druckbett hängen. Wie gesagt, wenn man das Ganze aus ABS druckt, dann muss man nicht skalieren, weil die sind schon für ABS vorgesehen. Wenn man sie aus PETG drucken möchte, dann macht man einfach einen Testdruck. Guckt, ob sie passen und wenn sie nicht passen sollen, wahrscheinlich muss man sie ein bisschen kleiner machen dann. Der Materialaufwand für diese Manschetten ist ja recht gering und die sind auch extrem schnell gedruckt. Dann fängt man mit einer Manschette an, bis dann eine passt und dann kann man die zweite dazu drücken. Wenn du jetzt auf den Geschmack gekommen bist, aber keinen Bock hast, dir die ganzen Teile irgendwie zusammenzusuchen und Preise zu vergleichen, dann habe ich für Leute, die die Teile alle selber drucken wollen, auch einen Bausatz. Den Direktlink dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Wenn man direkt über nachdenksport.de geht, dann geht man auf Openlift und dann findet man hier alle möglichen Teile zum Openlift. Und die ersten beiden sind Bausätze. Einmal ein Komplettbausatz, da sind alle 3D-Druckteile dabei, da ist alles dabei, was man braucht, um Openlift zu bauen. Und als zweites gibt es auch einen Bausatz ohne 3D-Druckteile. Und da kann man dann noch überlegen, ob man Reduzierringe dabei haben möchte oder nicht.
ob man sich das sparen möchte, zum Beispiel die Absaugung selber zu drucken, und kann die Absaugung noch mit dazu nehmen. Wenn man dann zum Beispiel kein ABS drucken kann, kann man sich einfach die Absaugung dabei nehmen, und dann sind diese Manschetten aus ABS da schon mit dabei. Dann hat man sich das auf jeden Fall schon mal gespart. Wenn man die Reduzierringe nicht nehmen möchte, dann muss man aber sich noch Magnete dabei nehmen. Und dann muss man ein kleines bisschen vorgehen. Auf Seite 3 findet man die Magnete, und da braucht man die 3x3 Neodym-Magnete. 3 Stück für einen Reduzierring. Wenn man mit einem Reduzierring starten möchte, dann reichen 3 Stück vollkommen aus. Ihr müsst aber jetzt nicht die Magnete hier nehmen. Wenn ihr sagt, ach, 3x3 Magnete kann man eigentlich immer ganz gut gebrauchen, was absolut stimmt, dann kann man einfach auch auf Amazon gehen. Und dann gibt es hier zum Beispiel die Magnete von Brudason. Die kann ich empfehlen, die funktionieren gut, die sind auch im Durchmesser immer ziemlich konsistent. Und da gibt es hier dann die 25er, die 100er oder die 10er Packung. Und die 10er Packung kostet 8,99 €. Mit 10 Magneten bekommt man dann 3 Reduzierringe insgesamt gedruckt. Es gibt auch noch hier Oblique Unique 20 Mini-Magnete für deutlich günstiger, 3,99 €. Aber da wäre ich vorsichtig. Also da würde ich nicht unbedingt riskieren, da der Sparfuchs zu sein, weil wenn die Magnete so viel günstiger sind, dann bedeutet das meistens, dass es Ausschussware ist. Und die sind dann irgendwie. Und das war's. Unten in der Videobeschreibung ist der Link zum Bausatz ohne 3D-Druckteile. Wenn du den Lift noch nicht kanntest, keinen 3D-Drucker hast, aber trotzdem einen Lift bauen möchtest, dann gibt es unten in der Videobeschreibung auch den Link zum Komplettbausatz. Nicht zu vergessen, openlift-nachdenksport.de, da wo alles genau beschrieben und dokumentiert ist, wie man das mit dem 3D-Drucken macht und wo die STL-Dateien liegen und so weiter. Und falls du Fragen hast oder während dem Bau Fragen aufkommen oder wenn du Verbesserungsvorschläge zur Dokumentation hast, dann einfach unten in die Kommentare schreiben, und ich gebe mein Bestes, dass das Ganze noch einfacher verständlich wird. Das war es von mir zum Druck der Teile für den OpenLift. Ich wünsche euch viel Freude mit diesem Fräslift, und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, frohes Schaffen!